Was geht ab, meine Zuschauer, und willkommen zu einer neuen Lord-Vlog-Folge. Vielleicht habt ihr es eventuell bemerkt, ich mach das mal so. Die Kameraqualität sollte sich um einiges verbessert haben, denn ich habe ein neues Handy am Start. Und passend zur neuen Folge des Lord-Vlogs habe ich auch wieder einen Zweierblister am Start, den wir jetzt ganz gemütlich zusammen öffnen werden. Leider haben die das bei mir da, wo ich die Booster manchmal für den Lord Vlog kaufe, noch nicht hingekriegt, bessere Booster am Start zu haben. Aber schaurige Herrschaft ist ganz nice und auch aus Kampfstile fehlt mir noch einiges. Gladiantri, Seper, Caputurus, eine Reverse Rare und ey, Flambirex in Holo, nicht schlecht, und die Energiekarte zum Schluss. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. So, wir sind mal wieder live zu Gast bei Daniel im Stream. Daniel und ich hatten eine kleine Wette, wenn er es schafft, in einem Opening für sich privat eine Secret Rare zu ziehen, müssen wir noch was bestellen, und es ist so, und ja, diese Bestellung, die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Schatzilein. Schatzi, du störst. Papi versucht auf... Toll, jetzt ist Baileys Schwanz genau in der Facecam zu sehen. Bailey, du bist kein OnlyFans-Account hier. Komm, einen Hit aus der Box. Das wäre schon ausreichend. Was? Ja, also... Oh, nice, Alter. Die hatte ich schon mal irgendwann. Jetzt sie hier. Du bleibst an meiner Seite. Ich will deinen Schwanz nicht jedes Mal in meiner Fresse haben. Wie alt sind wir nochmal? 12? War klar! War klar, dass gleich was Krasses kommt! Ich wusste es! Was? Geile Sache! Geile Sache! Oh, das Dark-Kreis sieht ja mal richtig geil aus! Oh. Alles klar! Was ist denn... Ui! Alles klar! Ey, was? Schon wieder? Ich sag's euch, Jule kann einfach nicht anders. Die muss immer übertreiben. Wovon träumt ihr nachts? Das wollt ihr gar nicht wissen. Staffel gibt es auch etwas zu gewinnen, und da ist ein Kater bei mir im Hintergrund, der ist natürlich ein Ehrengast und mein kleiner süßer Glücksbringer hier heute. Mal los. Okay. Na, Sky, nein, wir müssen... Nein! Sky und ich müssen gegeneinander antreten. Kotomi und... Was? Was? Ich hab keine Chance mehr. Ich hab keine Chance mehr. Mir geht's überhaupt nicht ums Gewinnen. Mir geht's halt einfach nur darum, mal weiterzukommen. Das gibt's nicht. Das ist eine Alternative. Fick dich, Sky! Niklas kommt in schon mal safe in die zweite Runde weiter. Boah, Glückwunsch, Niklas. Komm, jetzt kommt die Altart. Jetzt kommt die Altart, pass auf. Oh, noch ein Punkt. Nee, eine V. Jetzt altert. Wenn noch eine Secret Rare kommt, könnte Niklas tatsächlich seine erste Secret Rare gewinnen. Schatzenergie. Jawohl! Als hätte ich's gecallt. Jule,
2 Secret Rares für Jule. Es ist mal wieder soweit, ich habe Post bekommen. Ihr seht hier im Hintergrund hinter mir auch schon ein Paket und einen Briefumschlag. Und den wollen wir jetzt heute aufmachen. Und da könnt ihr mal wieder sehen, was von dem guten Daniel alles gekommen ist. Diese Karte hier ist als einzige nicht von Daniel. Die habe ich mir einzeln gekauft. Die war in dem Brief drin. Aber ansonsten haben sich die letzten Breaks doch ziemlich gut gelohnt. Hier ist auch nochmal wieder einiges an Codes reingekommen. Das freut mich wirklich sehr. Allerdings kommt da jetzt einiges an Sortierungsarbeit auf mich zu. Es ist Samstag. Morgen ist wieder Pack Battle Stream Liga. Und ich bin wie gewohnt gehypt. Aber vorher liegt hier unten da so liegt noch ein Paket. Da ist was Nettes drin, mit dem ich gleich ein paar Videos machen werde. Das gucken wir uns jetzt an. Und hier haben wir sie. Wir haben die drei Galarvögel in ihren jeweiligen Tinboxen. Ich muss sagen, so rein vom Design her, dieses schwarze, finde ich mega nice. Also das sind wirklich vom Design her mit die besten Tinboxen, die es seit langem gab. Die Promokarten feiere ich tatsächlich bis auf Arktos gar nicht so krass ab. Aber trotzdem bin ich hyped, sie aufzumachen. Mal gucken, welche Tinbox ich zuerst aufmachen werde. Bin ich beim ersten Mal nicht dabei. So, wir haben... Christoph, du weißt den Plan, wie ins Finale. Das wär krass. Was? Ja, der Gold Dyson! Als ob, was ist das denn? Das Rare und er hat jetzt wieder ausgeglichen. Okay, ist nicht. Nee. Okay. Das könnte das Aus gewesen sein. Raichu-Ball. Oh, Sneeboss. Das heißt, er geht schon mal in Führung. Oh, die dritte Secret Rare. Ja, sorry. Niemals. Ja, tut mir ja leid. Okay, alles klar. Ich wurde auch vorgeführt. Das stimmt. Da jetzt noch Raichu-Ball. Als ob! Was ist das denn? Da gewinnt er schon und macht noch den, ey. Wie Niklas in der ersten Runde. Wir sind gerade live bei Emre im Boxbreak. Ich habe ein Pre-Release-Kit von Karmesin und Purpur. Und ich bin sehr gespannt, ob mir ein Hit gegönnt wird. Ja! Oh mein Gott, geil! Oh, geil! Wunder! Oh mein Gott! Geil! Ja, aber sowas von. Mir egal, bei Londa ist gut. Bei Londa ist okay. Maskagato, okay, gut. Ist zwar kein Hit. Feier ich. Deswegen gehst du zu deinem Akadi. Was? Probier doch aus meinen anderen Preisbüchern. Ehrenmann. Wir haben einmal eine Filori-Box, die ich jetzt heute aufmachen werde. Wir haben einen Zweier-Blister und eine Mini-Tin. So, wir machen das erste Booster auf, Schaurige Herrschaft. Und den Kartentrick. Ich hoffe, ihr seid über Insta am Start. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. So, okay. Wir haben eine Unlichtenergie. Wir haben die Ärztin, Alpollo, Sophora, Botogil, den Botenvogel. Wir haben Smogon, Nebulak, Elitzeba, Schneebedeck, Quatermark und... Was? Galar Lashuking? Wie alternativ? Was ist das denn? First Pack Magic Deluxe, ey. Mein erster großer Big Pull dieses Jahr, ey. Oh mein Gott, könnt ihr das sehen hier? Oh, wie geil. Einfach erstes Booster direkt eine Altart gezogen. Ich bin
absolut fröhlich und happy, dass immerhin ein paar von euch dabei sein konnten. Und ja, ich werde jetzt gleich nach diesem Booster nochmal gucken, dass ich die Kommentare nochmal lese. Wir haben eine Fusionsenergie-Power-Tablet. Oh oh, ich glaube, ich sehe was. Ich sehe was glitzern. Flampio, Legios, oh mein Gott. Ich will es nicht prognostizieren, aber es könnte krass werden. Zorua, Mushas, Raupi, Rotomuff, Yveltal und die Tänzerin in Rainbow! Oh mein Gott! Ja, was ist das denn? Was ist das hier? Als ob, ey! Ich wollte so gerne nochmal eine Rainbow ziehen, bevor es mit den Rainbows vorbei ist. Und da ist sie einfach. Und das ist eine Waifu, das heißt, die werde ich sogar behalten. Was soll denn jetzt die Felori-Box noch gönnen? Lugia Altart oder was? Wir machen jetzt zu guter Letzt noch die Felori-Box auf. Aber der Main Act, das ist klar. Der Main Act sind natürlich die Booster. Wir werden alt nach neu durchgehen. Schaurige Herrschaft, strahlende Sterne, silberne Sturmwinde. Pass auf, ey, an dem Tag wie heute, ich call es. Jetzt ziehen wir Mary Full Art aus strahlende Sterne. Ich schrei die ganze Bude zusammen hier. Eon, Schneegipfelpfad, Wirkungsenergie, Dakuma, Frobel, Makabaya, Schnäppke, Smogon, Kaokto und Heitaira wie in Full Art. Es geht einfach so weiter. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. So ein Glück habe ich dieses ganze Jahr über noch nicht gehabt. Ey. Ich habe jetzt schon keine Stimme mehr. Dieses Opening wird mir meine Stimme. Okay, strahlende Sterne hat einen Black Code. Ich habe mich gespoilert. Da ist auch auf jeden Fall irgendwas drin. Kann halt auch eine Holo sein, aber es könnte auch wieder ein größerer Hit sein. Unlichtenergie. Mary Full Art. Das wird nicht passieren, das glaube ich nicht. Cynthias Ehrgeiz, Kurtel, Krepuk, Bomni, Bämon, Sterndu, Riolu, Evoli Character Rare, nice! Aber das ist noch nicht das, was der Black Code gecallt hat. Das ist Mary Full Art! Ich glaube es nicht! Ich hab das vorher gesagt! Oh mein Gott, was? Nein! Es ist endlich vorbei! Die Hand for the Girl ist vorbei! Mary Full Art! Oh mein Gott! Mary Full Art! Und ich hab sie noch vorher gesagt! Junge! Das ist doch nicht möglich! Oh mein Gott! Nein! Lebe ich noch? Bin ich gerade gestorben? Und was? Ich hab Mary Full Art gezogen! Oh mein Gott! Das gibt es nicht! 3 Jahre habe ich versucht, Mary Full Art zu ziehen! 3 verdammte Jahre und es ist vorbei! Oh mein Gott! Ey, ich weiß nicht, das ist nicht passiert! Das ist nicht passiert, Leute! Wir beide haben es noch gecallt. Ja, das ist es ja. Und ich habe es aufgenommen. Ich habe das auf Video. Und vor allem, schau mal. Oh mein Gott. Du sagst so, nee, ich glaube, das wird nicht passieren. Und dann... Ich habe auch aus tiefstem Herzen geglaubt, dass es nicht passieren würde. Oh mein Gott, danke, dass ich diese Box gekauft habe. Danke, dass ich mich mal wieder nicht beherrschen und mein Geld nicht sparen konnte. Oh mein Gott, ich habe drei Jahre habe ich versucht, Mary Full Art zu ziehen. 3 Jahre!
Und es ist vorbei! Es ist einfach vorbei! An meinem Geburtstag, das hab ich noch gar nicht gecheckt, ey. An meinem Geburtstag. Merry Full Art. Wir haben den 28.03. Nicht wundern, ich bin ein wenig angeschlagen. Man kann es sicherlich hören. Aber wie sollte es auch anders sein? Ich habe Post bekommen. Und zwar ist in diesem braunen Umschlag was ganz Besonderes drin. Und zwar meine allerersten Karten von Karmesin und Purpur. Meine allerersten Karten aus dem neuen Zyklus. Ihr habt es ja hoffentlich in dieser Folge schon gesehen. Wenn nicht, dann skippt nochmal zurück. Und ja, die werden wir uns jetzt in aller Ruhe angucken. So, hier haben wir ein Pre-Release-Deck. Ich hatte ja ein Pre-Release-Kit im Stream von Emre aka dem Protag. Folgt ihm gerne mal auf Twitch. Und da hatte ich Bylonda hier am Start, wie man auch ganz gut sehen kann. Hier haben wir, wir haben hier als erstes die Nemila als Reverse-Karte. Und die Holo-Karten sehe ich auch gerade, die sind da auch mit drin. Ich muss die Karten ein bisschen weiter runterhalten. So, ich gehe hier mal durch. Wir haben hier Rotom. Dann haben wir hier in dem Bulkhaufen, haben wir Maskagato als Holo drin. Eine Karte, die ich sehr cool finde und die ich auch sehr behalten werde. Und dann haben wir halt als erstes die erste von den allerneuen EX-Karten, die ich mit in den Händen halte. Magnezone, die mir der gute Emre noch mit dazu getan hat, weil ich halt keinen Hit in dem eigentlichen Pre-Release-Kit hatte. Die sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Man kann es hier so ein bisschen sehen, das Sternenmuster. Das finde ich gut, dass das nicht so doll ist wie bei den japanischen Karten. Und man fühlt hier auch ein bisschen Struktur rauf. Ich hatte mir die Karten irgendwie glatter vorgestellt, ich weiß nicht. Also mein erster Hit für den Karmesin und Purpur-Zyklus. Wir haben, oh mein Gott, ist das nice. Wir haben Akani EX als Terra-Kristall. Also ich nenne sie Terra-X und die größere nenne ich Terra-Full-Arts. Hier kann man auch, man merkt, wenn man mit dem Finger drüber fährt, es ist ein Glitzereffekt da. Und hier, man sieht die Struktur auch. Und diese Karte ist wirklich, wirklich sehr schön. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Es ist der Release-Tag von Karmesin und Purpur und ich habe Post bekommen. Überraschung. Aber ich habe es tatsächlich mal geschafft, mein Zeug am Release-Tag zu bekommen. Eine Runde Applaus bitte. Dankeschön. 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 Außerdem habe ich noch Post von dem guten Kenan bekommen, weil mit dem habe ich nämlich was getauscht. Und wir werden jetzt mal in diesen Umschlag und in das erste Paket reinschauen und dann gibt es nachher sogar noch was. So seht ihr es besser. Die Karte ist wirklich in einem schlechten Zustand, aber es ist egal. Denn ich habe hier Nidorino Reverse aus der Legendary Collection. Ist, glaube ich, nicht mehr als ein 10er wert in dem Zustand. Aber trotzdem für ein... ganz ehrlich, guckt es euch an. Für ein Binder reicht es absolut aus. Und da werde ich auch auf jeden Fall nichts mehr zu sagen, weil ich meine, komm, Leute, wenn man sich die Karte so anguckt, klar, man sieht, dass sie hier einen Knick hat und hier so, dass sie nicht mehr im besten Zustand ist, aber... Das ist mein allererstes Display von Pokémon Karmesin und Purpur. So, eine gute Stunde später ist auch das andere Paket da. Hier ist ein Ordner, den hat Daniel mir im Prinzip eigentlich nur zurückgeschickt, aber da gibt es einen bestimmten Grund, warum wir uns den zum Schluss anschauen. Wir haben, oh mein Gott, wir haben 4 Dreierblister von Karmesin und Purpur. Dann haben wir hier noch eine Build-in-Battle-Box hier. Das gehen wir jetzt nicht alles im Detail durch. Das wird sonst viel zu viel. Codes und Hits aus meinen letzten Box-Breaks von Daniel. Wir haben ein weiteres Display von Karmesin und Purpur. Dann haben wir noch ein Display von Karmesin und Purpur. Wir haben eine Top-Trainer-Box aus Karmesin und Purpur. Und wir haben auch die andere Top-Trainer-Box aus Karmesin und Purpur. Geht zu Man of Cards, er hat was da. Link ist in der Infobox. Code ESPION5, 5% Rabatt.
Richtig geil. Bevor wir uns jetzt alles im Close-Up angucken, Daniel hat mir ein paar meiner Karten zurückgeschickt. Und diesen Ordner auch aus einem ganz bestimmten Grund, den verrate ich euch aber noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal, welche Karten er mir zurückgeschickt hat. Ich bin sehr gespannt. Es könnte eventuell emotional werden, weil für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe Daniel einen großen Teil meiner Sammlung verkauft, weil ich halt einfach sonst ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen wäre, vielleicht mit dem Geld, aber es war so sozusagen eine Präventionsmaßnahme, die auch funktioniert hat, wie ich jetzt mittlerweile weiß. Aber die Diskrepanz zwischen dem, was ich bekommen habe und dem, was die Karten wert waren, war zu groß. Deswegen hat er mir ein paar Karten zugeschickt, wieder zurückgeschickt und ich gucke jetzt mal, welche er mir zurückgeschickt hat. Super schön. Die Mary-Karten, die Rosie und die Lugia-Karten. Oh, die Evoli-Karten. Super. Toll, schön. Die ganzen Evolutions und noch zwei Gold-Karten und zwei Alt-Arts. Richtig. Und noch Waifu-Karten. Oh mein Gott. Ah, wie schön. Gerade über die Evolutions-Karten freue ich mich ganz besonders, weil ich hatte halt echt überlegt, meine Sammlung dahingehend komplett aufzugeben. Gebt euch mal diesen Anblick. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel zum Start eines Sets gehabt, wie bei Karmesin und Purpur. Es ist einfach nur krass. Und mit diesem Anblick werde ich euch in... keine Ahnung, was auch immer ihr nach diesem Video macht, entlassen. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal kostenlos für mehr coolen Pokémon-Content. Wir sehen uns, bis dann, ciao!